Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Dienstag. Wir haben eine sehr, sehr kurze Nacht hinter uns, denn die Kleine hatte Fieber nach der Impfung. Ich denke mal, dass das von der Impfung kommt. Würde ja passen zusammen. Ich glaube, um 22 Uhr habe ich dir das erste Zäpfchen gegeben und um 3 Uhr war sie nochmal wach und war heiß. Da habe ich ihr die zweite Zäpfchen gegeben und da habe ich sie gewickelt und Treu hat eine Milch gemacht und ja, und dann kann man halt nicht gut schlafen, weil man sich Sorgen macht, ne? Ist ja normal. Die ersten zwei Impfungen hat sie ja richtig gut weggesteckt, da hat sie gar nichts und die Ärztin meinte gestern auch noch, diesmal wird gar nichts kommen. Und gerade diesmal kam was. Beim letzten Mal kam nichts, also andersrum, wie die Ärztin gesagt hat. So. Kleine Maus, du bist ganz nass. Du bist ganz nass. Ja, sie hat ihre Paw Patrol Flasche entdeckt wieder und hat sich das ja, übergekippt, gell? Nicht in den Mund rein. Das macht Spaß, gell? Mit Wasser zu spielen. Sagst du auch guten Morgen? Sag mal guten Morgen. Ja, siehst du dich? Aber heute, also jetzt geht's ihr gut. Kein Fieber mehr. Jetzt ist sie fit, wie man sieht. Geh, Mäuschen. Ja. So, der Akku war leer. Denke, das stecke ich mal gleich mal ein hier. Warte, muss ich nicht anfassen? Hier, den Löffel. Auch mal die Rollos hier hoch. Haben wir auch noch nicht gemacht. Noch mal so halb. So. Wir werden jetzt die Wäsche waschen von der Kleinen. Da sind die ganzen neuen Sachen dabei. Die von uns haben wir gestern schon gewaschen. Ich habe jede Menge zu tun. Die Küche sieht aus wie Bombe. Ich muss hier nur noch. Das Besteck hier habe ich schon aufgeräumt. Vorhin die Spülmaschine ist auch schon ausgeräumt, aber ich mache jetzt erstmal die Babywäsche rein. Die Kleine stelle ich mal da auf den Teppich. Kann sie hier spielen. So, runter. Guck mal, das ist dein Buch. Sandmännchen. Sandmännchen. Ja. So. Und dann kann sie hier die Wickeltasche auseinandernehmen. So, Mama macht schnell die Wäsche an, gell? Ganz schnell. So. So. Die Mülltonne wurde auch abgeholt, die muss ich noch vorbringen. Und ich nehme dieses Waschmittel von Frosch. Ich glaube, eine Zuschauerin hat mir sogar geschrieben, dass sie das auch für sich benutzt, weil sie empfindliche Haut hat. Soll anscheinend auch gut sein. Mama macht hier das Besteck schnell, gell? So. So, fertig. Heute scheint die Sonne und die Mama muss heute noch Lukas seine Bücher machen. Er hat nur Folie. Wo bist du? Da! Heute gibt es Geschnetzeltes. Ich weiß nur noch nicht ob ich mit Kartoffel, Reis oder Nudeln machen soll. Das überlege ich mir dann noch. Ich wollte noch die Couch zeigen. Also die Flecken sind weg. Moment, hier ist alles voller Spielzeug. So, könnt ihr sehen. Die Flecken sind weg hier. Nur das Problem ist, ich habe nur bis hier so nass gemacht gehabt und geschrubbt. Und deswegen ist hier jetzt ein Wasserfleck. Ich hätte die ganze Seite machen sollen. Dann hätte ich gar keinen Fleck mehr. Aber es hat gut geklappt. Ich habe nur Seife genommen. Seife und Wasser. Heißes Wasser. So, ich wollte jetzt kurz die Bettwäsche wechseln im Schlafzimmer. Mach mal ein Licht an. So. Dann kannst du da hinten rein. Machst du auch keinen Quatsch. Okay? Dann kannst du Mama zugucken. So. Guck mal, wo ist dein Spiegel? Das haben wir bei Selina im Zimmer gefunden. Und die guckt da immer rein. Und sieht ein Baby, gell? Oder ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen, du bist ja gar kein Baby mehr, gell? So, Mama holt mal die Bettwäsche.
So, ist die, ich habe die doch hier reingemacht. Die hier, die schöne rosa Bettwäsche. Rosa. Ja. Und die hier. Die Kamera. Ups. Ah, du kommst überall ran, gell? Hier. Oh. Ja. Mama ist schon fertig, guck. Schon fertig. Du willst Stuhl fahren, ich weiß. Dann gleich Stuhl. Moment. So. Ja, was ist da? Was ist da? 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 Ja. Bitte, bitte. So, fertig. Papa. Fertig. Papa. Langsam. Okay, jetzt kommt in die Wäsche. So, haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft. So. Oh, da liegt noch dein Thermometer. Müssen wir auch noch im Schrank machen. Und Zäpfchen liegen noch hier, gell? Und heute Nacht. Die machen wir in die Schublade. Okay? So. Fertig. Hier ist noch ihr Tuch zum Schlafen. Das lasse ich hier drin. Kleine ist hier beschäftigt. Playmobil. Macht Spaß. Ich habe das nämlich bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Das wird später abgeholt. Weil wir haben einfach so viel Playmobil. Wir haben auch für die Kleine schon oben auf dem Dachboden eine ganze große Kiste mit Playmobil und das große Haus. Und das reicht einfach und deswegen kann das hier alles weg. Sonst wäre es wieder zu viel. Ja, so lange kann sie sich ja hier beschäftigen damit. Und ich muss auch noch die Sachen hier runterbringen, da der Eimer, das muss alles in die Küche. Und hier um die Ecke steht auch alles voll. Das muss auch alles runter. Das habe ich jetzt aufgesammelt überall. Ja, aber ich lasse sie erstmal spielen in Ruhe. Das gefällt ihr. Sie ist jetzt gerade eingeschlafen. In meinem Arm auf der Couch und wollte sie rüberlegen ins Bettchen. Wollte ein bisschen aufräumen. Ist wach geworden. Und jetzt ist sie wieder fit. So, ich habe wenigstens... Oh, ich kriege keinen. Ich bin gerade die Treppe hochgerannt, weil sie hat angefangen zu weinen. Ich dachte, sie hat sich wehgetan. Die Sachen habe ich da schon fast runtergebracht. Und die Wäsche habe ich jetzt hochgebracht. Die ist fertig. Die können wir machen. Aber erstmal wickeln. Ja, warte, du kannst gleich dein Buch angucken. Ja, wenn man nicht schläft, dann hat man schlechte Laune. Ja. Mausi, warte. Ich hol mal deinen Schnulli. Guck mal hier. Ja. So ist es immer beim Wickeln. Gleich 13 Uhr, das heißt, die Kinder kommen gleich und die kleine Maus will einfach nicht einschlafen oben. Ich habe jetzt alles versucht. Die ist so müde, guckt euch mal die Augen an. So, jetzt habe ich sie hier drinne und kann in Ruhe schnell das Mittagessen vorbereiten. Und sonst wird das heute nichts mehr hier. Die Handtücher, eigentlich kommen die Dosen hier runter. Ist das auch eine Nebenwirkung von der Impfung, was sie so kränklich ist den ganzen Tag? Oh mein Gott. Ja. Mal ein bisschen rumfahren, so. So ein bisschen bewegen. Ich habe jetzt eine kleine Flasche gemacht. Mittagessen ist fast fertig. Nudeln sind schon fertig. Ich habe jetzt Bandnudeln gemacht dazu. Gleich kommt die Soße. Und Flaschen habe ich gemacht, abgewaschen. Jetzt bin ich gerade am Abtrocknen. Und ich habe endlich mal heute was getrunken. Ich habe noch nichts getrunken den ganzen Tag heute. Der Brudi ist da. Wir essen jetzt zusammen. Wenigstens nicht alleine essen. Jetzt kommt gleich die Frau und holt das Playmobil ab.
Ich habe gerade ein Päckchen bekommen. Der Roy hat mir nämlich wieder Make-up bestellt. Mein Asam Beauty von. Wir bestellen es immer. Also, letztes Mal haben wir es auch schon da bestellt. Bei QVC, da ist es günstiger und da ist mehr drin, wie zum Beispiel Rossmann oder DM. Da ist es teurer. Kann ich euch einen Tipp geben? Hier sind nämlich 70 Milliliter für 29 Euro. Und bei Rossmann kosten 30 Milliliter 24,99 Euro. Also lohnt sich das. Okay? Aber die Dose vom letzten Mal war größer. Da hatte ich 90 Milliliter drin. Dann muss ich gleich hochfahren, die Folie hier lassen, okay? Nee. So, die ganze Familie ist wieder da. Geleistete Arbeit. Jetzt ist hier wieder Halligalli angesagt. Der Roy hat Geschenke bekommen, mal wieder. Aber diesmal von den Chefs, ne? Mhm. Voll süß. Also, es waren so ein Täschchen mit drin. Brot und so ein Mini-Kuchen. Voll süß. Ein Saft, Multivitaminsaft. Was ist das nochmal? Aufstrich. Ach so, das ist ein Aufstrich. Ein Brotaufstrich. Ja. Ja, und unsere Rapfenlieferung kam auch heute. Und Marmelade. Die kam schon süß. Nein, die kam heute. Das ist ja echt nett von denen. Geschnetzeltes mit Nudeln. Ja, ich bin wieder morgen. Lieblingshobby von Leonie und Papa sind an meinen Schminktisch gehen. Mit dem Stuhl, also nicht gehen, sondern fahren. Ein Lippenstift von der Mama klauen, ein Parfüm. Okay. Und dann rumfahren und festhalten. Ja. Hallo! Rudi! Wo ist der Rudi? Wo ist der Rudi? Wo ist der Rudi? Lacht er sich eigentlich immer kaputt? Da ist er! So, muss unbedingt das Schweinchen hier aufladen, weil das ist leer. Komplett. Das Ladegerät ist hier drin, oder? Das Schweinchen. Ja. Ist das fürs Schwein, Schatz? Nee, das ist für die Toni, oder? Das ist fürs Schwein. Das ist fürs Popoloch vom Schwein. Okay. Ich wollte nicht arschlos sagen. Ich steck's mal hier an. Aber es kommt tatsächlich hier hinten, oder? Ja, hier hinten. Hier hinten. Kommt's rein. So. Wie viel Uhr ist es denn jetzt? Schon 18 Uhr. Ich muss langsam mal gucken, was ich zu Abend mache. Was sie gelernt hat, wenn ich so mache. Baby, wie machst du Schwein? Oink, oink. Oink, oink. Was hier bei. Hast du deinen Bauch versteckt? Ich hab's gesehen. Ich kann mal deinen Bauch zeigen. Baby! Onk, onk. Onk, onk. So lustig. Oink, oink. Oink, oink. Oink, oink. Ja, oder Lala oder Anna. Also manchmal bin ich echt froh, dass man schneiden kann. Was hier gerade abgegangen ist, das wollt ihr nicht wissen. Bei mir. Oh, in unserem Haus. Echt? So schlimm. Was? So schlimm. Ja, das passt auf jeden Fall manchmal. Okay. Und jetzt steht der gelbe Sack immer noch da. Ja, wer sollte den wegbringen? Lukas. Ach so. Hm. Ja, da wäre ich so cool mit. Wir machen auf der Kurve. Du solltest den Backen schön kriegen. Du solltest ihn einfach nur reinstellen. Schmeiß doch einfach rein. Ja, nur schmeißen, reinschmeißen. Du musst da nicht reintreten. Wir machen Salat und Roy kocht Eier und dann machen wir so einen schönen Salat. Genau. Sabine heißt bei ihr Lala. Lala. Ja. Muss ich mich anpatschen? Ich habe jetzt alle Fenster wieder zugemacht, weil es richtig kalt war irgendwie oben. Aber irgendwie ist es auch eine schöne Jahreszeit jetzt so, weil man kann sich so ein bisschen ins Bett kuscheln und dann geht man auch gern ins Bett.
Erinnere dich an den Sommer, wo es richtig heiß war und wo wir nach oben gepennt haben. Aber dann möchte man nicht aufstehen, oder? Morgens. Das musst du mir überlassen. Also ich stehe 5.13 Uhr jeden Morgen auf und das ist kein Problem. Ich kann mich motivieren lassen. Das stimmt. Habe ich schon einmal irgendwie den Wecker klingeln lassen oder was? Bin immer aufgestanden. Manchmal sogar vor dem Wecker. Ja. Weil der Wecker mir auf den Wecker geht. So, was soll ich noch alles reinmachen? Himbeeren. Ja? Was ist? Komm mal jetzt zu mir. Laufen. Papa kommt dir entgegen. Das ist nicht laufen, das ist stolpern. Komm. Hinstellen. Nein, das sieht nicht rein. Alleine. Ja, das machen wir wahrscheinlich mit Schlagsahne. Zusammenmischen. Ich muss mal durchlesen, wie das funktioniert. Wir wollten uns verabschieden von euch, ihr Lieben. Wir nehmen euch morgen wieder mit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hast du auf die Uhr geguckt? Okay. 2 Minuten habe ich reingemacht. Okay. Ich weiß nicht, wie fest du die Hand. Ja, so 6-7 Minuten, ne? Ja, also dann noch 4 Minuten, 5 Minuten. Ja. Danke fürs Zuschauen und bis morgen um 11. Tschüss.